Leck mich doch am Arsch. Ich mach die da Aufnahme jetzt schon zweite Mal. Ich habe ja auch die Sony ZV-1, aber auch die Canon G7X Mark II. Ich bin absolut fertig wie die Quetsch. Alles, was ich bis jetzt gefilmt habe, ist für den Arsch. Ich mache jetzt einen direkten Vergleich von beiden Kameras mit der Stabilisierung. Ich habe schon mal DLNs gedreht, das war in der Dämmerung und bei Nacht. Ja, und dann kam der große Rähn. Männliche Vergleichsvideo zwischen der Sony ZV-1 und der Canon G7X Mark II. Also den zwei Vlogger-Kameras schlechthin interessiert, welche Stabilität oder beziehungsweise Stabilisierung besser ist, welche Kamera welche Vor- und Nachteile hat, dann bleiben dran und gucken das Video. Obwohl, das Video ist eigentlich speziell für den Michael, für den Tonton. Aber die andere, ihr dürft auch reingucken. Ich bin ja nicht so. Ja, hallo, leck mich doch am Arsch. Ich mache die Aufnahme jetzt schon zweite Mal. Alles, was ich bis jetzt gefilmt habe, ist für den Arsch, weil die Sony, die Canon G7X Mark II, die hat schon wieder Speicherkartefehler produziert. Das heißt, alle Aufnahmen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind für den Arsch und das war schon ein paar Minuten gewesen. Aber herzlich willkommen zu dem neuen Video da. Und zwar ist es ein Vergleichsvideo von der Stabilität oder allgemein von der Bildqualität von der Sony ZV-1 gehe die Canon G7X Mark II. Auf das ganze Video hat mich der liebe Tonton aka Michael gebrungen. Der Michael hat wie ich die Sony ZV-1, ist aber mit der Stabilisierung nicht so zufrieden. Ich habe schon das Video da angefangen, und zwar erster Vergleich Dämmerung und Nachtaufnahme. Allerdings hat es dann ums geräht und der Rähn ist auch die nächsten paar Tage geblieben, so dass ich jetzt halt erst zum zweiten bzw. ersten Teil von dem Video komme. So, bevor jetzt nochmal irgendwie Speicherkartefehler kommt, mache ich gleich Schluss, aber ich will nur eins sagen, ich filme mit beiden Kameras in Full HD 50 FPS. Gut, die Canon kann ja nur Full HD, die Sony kennt auch 4K, aber da ich ja immer in 50 FPS will filme, ja, und das geht mit 4K ja nicht, da gibt es nur 30 FPS, flüssigere Bewegungen, deswegen Full HD. Bin ich ja eh auch immer hochrendere. Ja, und ich habe beide Kameras auf so einer Doppelstativhalterung für mein Ulanzi MT34. Und jetzt mache ich erstmal nochmal Stopp, damit ich wenigstens die Aufnahme gesichert habe. Wunderschöner guten Abend. Es ist 21.10 Uhr. Es ist noch hell, aber es dämmert. Und ich hatte schon vor 2 Monaten die Idee, die Canon G7X Mark II gehe die Sony ZV-1 mal zu testen. Und Tonton, der Michael, der wartet auf das Video. Ja, ich habe beide Kameras im Automatikmodus, beide Full HD auf 50 Frames und internes Mikrofon ist am Start. Gut, bei der Canon kann man gar nichts instellen, soweit ich weiß. Und die Sony habe ich eingestellt auf 26. Das ist Standard bei im interne Mikrofon. Bei der Sony ist noch der Puschel drauf. Ja, gut. Ich habe das Teil ja so auf einem Halter, wo ich kann zwei Kameras befestigen, auf dem Ulanzi MT34 Stativ und versuche da ungefähr in die Mitte von den zwei Kameras zu gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bei der Sony ZV-1 eingestellt habe. Mit dem Hintergrund unscharf oder nicht, kann ich nicht sagen, lasse ich aber jetzt auch mal. Und was gibt es noch zu sagen zu der Einstellung? Nix. Gut. Schwenken wir mal anders herum. Nicht nur, dass na mich sehen, sondern... Was mir auf jeden Fall schon mal auffällt, ist
Display von der Canon G7X Mark II ist heller wie das von der Sony ZV-N. Ich weiß jetzt nicht, was man noch an der Display-Helligkeitseinstellungen kann rausholen. Ich kann das, glaube ich, alles auf Standard stehen, keine Ahnung. Aber so, ich will jetzt noch Tanke fahren und dann fahren wir mal zum Tanke. Ha, jetzt ist mir's ja doch noch in Gefall. Was ich sagen wollte, die Stabilisierung ist bei der Canon G7X Mark II aktiv und bei der Sony ZV-N ist es auf Steady. Das heißt, es soll smoothe Bewegungen ausgleichen. Eine smoothe Bewegung. Also Bewegungen soll smooth sein und Verwacklungen ausgleichen. Dadurch wird natürlich das Bild auch gekroppt. So, aber jetzt fahren wir wirklich zum Tanke. So, ich tanke jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben Super E10, die Blöcke, die ich nie tanken wollte, aber mit 6 Cent Unterschied und weil der Sprit auch immer teurer wird, probiere ich es mal aus. Wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, es ist jetzt 20 vor 10 und hier eigentlich stockdunkel, kann man sagen. Die Canon-Kamera, die hat ja so 3-4 kleine blaue Pünktchen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwelche Schmutz auf dem Objektiv, wo ich auch nicht wegdrehe, als der von innen ist. Und gucken wir mal, wie lichtstark jetzt im Vergleich die zwei Kameras miteinander sind. Ich teste mal gerade noch den Zoom. Das war nur der optische. Ah, nochmal zurück. So, ich habe gerade angehalten. Stehen hier auf dem Supermarktparkplatz. Es ist ja, wie gesagt, dunkel, kurz vor 10 und ich hatte vorhin auch schon Aufnahme gemacht, während im Fahren durch die Frontscheibe bei Rehen. Es trippt jetzt hier ein bisschen, aber leider hat sich die Canon G7X Mark II, wie schon leider öfters verabschiedet, mit Speicherkartefehler. Das heißt, die Aufnahme ist jetzt nicht mehr da. So, und jetzt tun wir mal gucken, die Stabilisierung, wenn ich nach vorne gehe. Das heißt, ich schwenke jetzt mal die Kamera. Drehe mich jetzt gerade mal um mein Auto. Ich sag, die Kamera habe ich ja auf dem Stativ. Und gehe jetzt einfach mal ein bisschen da rum. Welches Bild smoother ist. Ja, nochmal auf mich das Ganze. Also von der Farbe her finde ich auf jeden Fall, jetzt ist Display von der Sony-Kamera besser, weil die Farben sind kräftiger. Ich weiß nicht, was man an der Display-Einstellung, wie gesagt, rausholen kann. Ich habe nämlich noch nie was da geändert. Und ja, schwenke ich doch immer in die andere Richtung.
Gut, das soll's gewesen sein, mal mit der Aufnahme für bei Nacht, sag ich mal, Sony gehe kennen. Und natürlich wird der ganze Test in Anführungszeichen auch im Helle noch fortgeführt. Mal gucken, wie neues Wetter ist. Und dann gucken wir mal, welche Vlogger-Kamera sich besser schlagen dort. Weil beide sind zu ihrer jeweiligen Zeit, wo sie rauskommen, sind, als Vlogger-Kameras rauskommen. Also, bis morgen. Jetzt mache ich mal wieder Till. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Leid. Ich bin absolut fertig wie die Quetsch. Schwitze auch, haben wir gerade die Stirn abgeputzt, weil der Grund ist der liebe Tonton, aka Michael, der hat sich, er hat ja auch die ZVNs von Sony und ist mit der Stabilisierung nicht so zufrieden. Ich habe ja auch die Sony ZVNs, aber auch die Canon G7X Mark II. Das sind beides meine Vlogger-Kameras und ich mache jetzt einen direkten Vergleich von beiden Kameras mit der Stabilisierung. Ich habe schon mal DLNs gedreht, das war in der Dämmerung und bei Nacht. Ja, und dann kam der große Rain. Jetzt ist es nochmal trocken und auch heiß, auf jeden Fall heiß. Und machen wir halt mit Teil 2 weiter, wird aber DLNs im Endeffekt, weil ich will bei Dach anfangen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich euch hier mitnehme. Also, es geht steil die Treppe hoch. Ich habe das Stativ mal abgestellt, bin ungefähr so 1,50 Meter weit weg. Der Ton ist der interne von beiden Kameras. Bei der Sony ZVNs ist auch noch der Windschutz drauf, der beigelegte, das heißt die Deadcat. Und Wind geht eigentlich kaum einer. Ich weiß nicht, wie man mich verstehen könne, wahrscheinlich sehr gut. Hier ist die Ort, wo ich bin. Ich bin hier auf der Liebenburg. Liebenburg ist Wahrzeichen der Gemeinde Namborn, gehört zum Landkreis St. Wendel und liegt ein bisschen erhöht auf einem Berg, den ich gerade hochgelaufen bin zu Fuß und man kann mit dem Auto eh nicht hochfahren, auf jeden Fall nicht ganz. Und ja, das hat mich schon ein bisschen ins Schwitze gebracht. Aber ich schnapp mal das Stativ nochmal und dann filmen wir noch weiter. Es filmt bei beiden Kameras das interne Mikrofon. Stabilisierung bei der Canon ist ingeschaltet, bei der Sony auf Steady. Und wie gesagt, ich halte es auf dem Handstativ. Ich versuche natürlich die Hand ruhig zu halten, aber so halte ich sie allgemein, wenn ich hier rumlaufe. Hier kommt man wahrscheinlich gar nicht runter. Oh, die Liebenburg ist eine ziemlich kleine Burg. Ist auch nicht viel übrig. Nur so ein paar Grundmauern. Wobei, wenn man sich irgendwelche Sachen anguckt, ich glaube, die soll auch bis dahin hingegangen sein. Es ist ein schöner
Blauer Himmel, ganz wenig Wolke. Ja, beides hinten Automatik. Jetzt mal quasi geht die Sonne, auch wenn die Sonne hinter einem Baum verschwunden ist, und ich werde mich jetzt die Treppe doch hoch machen. Oh, jetzt sieht man natürlich die Sonne absolut direkt. Ich gucke gar nicht in die Sonne. Ich gehe jetzt mal durch die Treppe hoch. So, noch ein paar Meter, dann bin ich oben. Hier oben gibt es nicht viel zu sehen, außer natürlich Aussicht übers St. Wendler Land. Da hinten liegt übrigens St. Wendel. Ah, und die Micke greift mich an. Da hinten ganz viele Wind. Ach nee, was sind das da? Boah, diese ganze Micke-Armee. Ja, Windräder. Wohin es auch blickt. Oh. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, ich bin halt ein süßer Kerl, ey. Nee. Also die Micke, die stört mich wirklich. Unwahrscheinlich. Ich komme mal vor wie Murat in Schweden, ey. Also. Nee. Ich muss nur runtergehen, ihr Leid. Tut mir leid. Da gehen wir mal hier runter. Also es sind wirklich sehr kurze Treppenstufen. Und da muss man schon aufpassen, wo man lang geht. Ja, ich bin halt total geschwitzt. Aber erstens mal weh mein muskulöse, naja gut, körperfüllige Körper. Und es ist auch, wie gesagt, warm. Außerdem für mehr Realität auf Instagram und auf YouTube, ne? Nicht so gestellt. Wenn man halt schwitzen tut, dann ist das so. Obwohl ich schon sehr ungern schwitze. Okay. Ja, bevor ich eben mein zweite Ansage gemacht habe, nachdem wir die erste Aufnahme ins Nirvana gegangen sind, auf jeden Fall bei der Canon. Übrigens das Problem Speicherkartenfehler, das hat die Canon GSW-X Mark II bei mir sehr oft. Das hat mich auch geeiert, neue Speicherkarte bzw. formatierte Speicherkarte, bringe auch nichts, irgendwann kommt der Fehler nochmal. Und man kann auch nicht sagen, da hatte ich nämlich zum Beispiel mal von meinem Frank, von Franks Vlogs drüber geschwätzt, der hat gemeint, immer die Karte in der Kamera formatiere oder dass die Datei lösche, nicht am Windows-PC oder am PC generell. Das habe ich auch gemacht, weil die Karte habe ich nämlich extra frisch formatiert, bevor ich die Aufnahme da machen wollte. Aber Speicherkartenfehler ist bei der Canon GSW X Mark II leider schon wiederkommen. Und wie gesagt, nicht nur jetzt, schon des Öfteren. Das heißt, die Kamera ist leider in dem Punkt sehr unzuverlässig. Halt, ich mache mal noch ein Vergleichsfoto. Gut, so hundertprozentig kann man sie ja leider nicht vergleichen, weil die Kameras ja nebeneinander stehen. Und wie sie nebeneinander stehen, das zeige ich euch gerade jetzt mal noch. Das ist eh eine Stativbähnche. Steht in der Luft. Ach, meine Kamera eigentlich am Rucksack. Eine extra Rucksack mitgeholt. Und? Dauert ein bisschen. Alter, meine Sekretärzug. Ich stelle mich erstmal noch mal meine Schweiße ein bisschen abputze. Abputze ist ja auch hässlich, oder? So, da habe ich mein Handy. Mit so einem Popsocket, ne? Der ist ja für Influencer Media Light, ist das ja super. Und jetzt mache ich gerade mal, filme ich mal gerade, wie ich Eich da filme.
Sie hochschwenke. Mal nochmal. Da runter. Gehen wir mal auf ein Motiv. Auf irgendein paar Blätter. Ja. Und ihr habt es vielleicht gesehen. Das ist nämlich ein Vorteil von der Sony ZV-1. Die fokussiert nämlich viel, viel schneller wie die Canon. Na, na, na. Noch eine kleine Abmoderation mache, gell? Okay. Zeit für eine Abmoderation. Ich bin fertig wie die Quetsch. Gut, die Canon zum Glück noch nicht. Sie hat jetzt mal durchgehalten, die paar Aufnahmen. Ich weiß es nicht warum. Was ich bei der Canon auch dann immer mache, ist mal Speicherkarte raus, rin und so weiter. Ich habe ja jetzt immer mal einfach mal rin gepustet oder die Sperre, die Kartensperre rin gemacht. Ich weiß nicht, an was es leid. Aber wie gesagt, die Probleme habe ich seit Anfang an. Die Canon ist ja genauso lichtstark wie die Sony. Oh, ich kenne mich da gar nicht aus. Das haben ja beide einen 1-Zoll-Sensor und das Objektiv 1,8 bis 2,8 steht da drauf. Und bei der Sony ist noch irgendwie 9,4 bis 25 Sive und bei der Canon 4,2, also Zoom. Ja, ist egal. Ich kenne mich ja eh nicht aus. Ich bin ja nur der Automatikfilmer, Automatikknipser. Aber so leid muss ich ja auch kennen. Jo, die Canon. Oh. Nee. Ich muss mal noch ein Taschentuch holen. Ah, ich hab's ja noch. Ich hab's ja nicht weggeschmissen. Ich bin ja umweltbewusst. Ich muss noch gucken, wo ich es hingemacht habe. Ihr leid. Deswegen mache ich auch keinen Sport eigentlich. Auf jeden Fall keinen Sport und leid. Weil ich dann auch so leicht in Schwitze komme und das ist mir ehrlich gesagt peinlich. So, also, nochmal. Ein kleines Fazit. Die Canon GSW X Mark II ist genauso wie die Sony ZV-1, die sogenannte Vlogger-Kamera. Ist ja auch gehobene Einsteigerklasse, sage ich mal. Auch mit dem 1-Zoll-Sensor ist ja auch lichtstärker. Haben beide so Batteriekapazität von ca. 40 bis 50 Minuten, sage ich mal. Gut, je nachdem, was man filmt, wie oft man Zoom betätigt und so weiter. Ne? Ihr wisst es ja. Spaß machen sie beide. Die Canon GSW X Mark II hatte ich ja eigentlich über 2 Jahre im Einsatz gehabt. Haben wir ja erst dieses Jahr die Sony ZV-1 gekauft, aus verschiedenen Gründen. Grund 1, externes Mikrofon. Weil ich hatte mal mit Frank von Franks Vlogs dieses 5000 Abo Gewinner Special da die Wanderung mit Frank gemacht und wir sind dort oben auf dem Traumfeld da bei der Löw Hatzenport Rabenleifahrt da sind wir entlang gegangen und das ist ja auch ganz schön der Windgang und klar, die Canon, die hat halt nur das interne Mikrofon und wenn da der Wind geht, dann hört man eigentlich nur noch den Wind und ihr wisst es ja bei YouTube, Ton ist wichtiger wie das Bild. Gut, das Motiv ist auch wichtig, wenn ich euch nicht gefallen kann, abschalte. Wem externe Mikrofonanschlussmöglichkeit, deswegen habe ich mal die Sony ZV-1 geholt. Allerdings hat die Sony ZV-1 auch noch den Vorteil, dass sie auch ein besseres Mikrofon hat, schon von vornherein, weil sie hat auch noch die mitgelieferte Windpuschel, die man auf den Cold Mount dort, den Kameraschuh da kann draufschieben, beziehungsweise ja auch externes Mikrofon oder Kameraleuchte oder Blitz oder was weiß ich was. Das Ganze hat die Canon nicht. Bei der Sony klappt man ja das Display dann folglich zu der Seite, weil oben ja kennt das Mikrofon drauf. Und wenn das Mikrofon oben drauf ist, dann sieht man halt nämlich von dem Display. Gut, bei der Canon geht halt das Display nur oben auf und ganz großer Kritikpunkt, was mir fehlt, was mich stört, haben auch schon andere Leute bemängelt. Die Canon hat ein schönes Wahlrad, wo man kann alle möglichen Einstellungen machen. Geht auch ziemlich schnell mit dem Wahlrad. Bei der Sony, die hat das leider nicht. Da hat man nur den Mode-Button da, wo man da halt draufträgt und dann muss man
sich durchs Menü wähle, natürlich nicht per Touchscreen, sondern mit der Taste. Und ja, dauert halt ein bisschen länger. Allerdings hat die Sony den Vorteil, dass wenn man am Film ist, kann man auch aus dem Film ein Foto rausmachen. Das finde ich schon ziemlich praktisch. Es ist auch eigentlich ziemlich praktisch, dass die Sony diese rote Lampe hat. Die kann man natürlich in- und ausschalten, ob man am Aufnehmen ist. Ja, die Sony hat halt die rote Lampe, die eben signalisiert von vorne, wenn man nicht das Display noch vorne hat, Aufnahme. Aufnahme. Das bringt natürlich auch nur was, wenn man auf das Lichtchen guckt, also sich selber filmt, beziehungsweise auch in die Kamera guckt, wenn man natürlich sich umdreht und irgendwas so hinter sich erklärt, dann kann es natürlich auch Sinn, dass man nicht aufnehmen tut. Problem nicht aufnehmen habe ich bei der Sony auch sehr oft. Ich habe immer gedacht, was ist es? Ich habe mittlerweile hier rausgefunden, an was es leid. Und zwar, ich schalte die Kamera in und tue direkt auf Aufnahme drücke. Und das geht natürlich nicht. Man musste so die ZVN zu N2 Gedenksekunde gehen, bevor sie Aufnahme tut. Klar, es wird natürlich auch im Display angezeigt, ob man Aufnahme tut. Aber ob man das so im Licht sieht, ich weiß es nicht. Ja, das einzige Problem, was ich mit der Canon leider auch noch habe, aber das bringt ja die Canon leider, was heißt leider, die bringt das nicht von Haus aus mit. Ich hatte die Canon schon einige Zeit in Gebrauch und da habe ich festgestellt, dass bei Nachtaufnahme bzw. bei Aufnahme in der Dunkelheit 3 bis 4 kleine blaue Pünktchen zu sehen sind. Ich glaube, da ist irgendwas auf dem Objektiv drauf. Ich kann es nicht sagen, ich habe mal mit dem Staubsauger dran gehalten, da gibt es so ein paar Anleitungen bei YouTube. Die blaue Pünktchen sind weniger wohl, aber 3, 4 sind leider immer noch zu sehen. Es gibt dann natürlich so haarsträubende Sachen wie das Gehäuse anbohren und dann irgendwie mit dem Wattestäbchen drin und so weiter. Hatte ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf, deswegen habe ich mal eine 2D-Kamera gehabt. Gut, aber 2D-Kamera kann man ja auch gebrauchen mal für 2 Aufnahmen oder ich filme was und meine Frau filmt was oder mein Sohn oder keine Ahnung wer. Oder Zähne von 2 Seiten gleichzeitig, ist halt schon praktisch. Was mir gerade auffällt, rechte Hand, Sony hat spiegelverkehrt, das Display. Also ich winke, Sony zeigt so an, als ob ich ein Spiegel wäre und die Canon zeigt an, wie es richtig ist. Das Display von der Sony ist heller. Gut, natürlich kann man das Display auch instellen, wobei die Farbe, der Farbton vom Display ist von der Canon besser. Ansonsten, wie die Bildaufnahme wirklich sind, das werde ich ja leider auch erst sehen, wenn ich den ganzen Vergleichstest mache. Apropos Vergleichstest, ich habe es gesagt, bei der Aufnahme Full HD 1080p sprich und 50 FPS. Ich werde das Ganze wieder rendern auf 2K. Gott, was ist denn 2K? Also das Doppelte irgendwie oder die Hälfte von 4K. Ich kann es auswendig nicht sagen. Damit halt der bessere Codec kommt, damit YouTube da nicht irgendwie mit der Kompression darin haut, damit die Qualität besser ist. Gibt es jetzt eigentlich noch was, was ich besser finde oder mich stört? Gut, die Sony, das ist ja halt reine Vlogger-Kamera, Videokamera, das heißt, da ist auch am Blitz gespart worden. Wer Bilder will machen, der ist natürlich, oder Bilder bei Dunkelheit und einen Blitz will haben, die Canon hat noch einen eingebauten Blitz. Bringt natürlich auch nur was auf kurze Entfernung, aber wen's ist. Gut, beide Kameras sind ungefähr gleich groß. Ja, ich gucke gerade, das sieht so ein bisschen aus, als wäre die Sony-Kamera größer, aber das stimmt nicht, weil ich habe unter der Sony ja noch den U-Rig da drauf. Das ist so ein Teil, da kann man dann ans Batteriefach und an die Speicherkarte drankommen, ach, wenn man es auf dem Stativ hat. Ne? Je nachdem, was für ein Stativ man hat, also auf dem Ulanzi, da müsste ich gerade ein bisschen das Stativ umdrehen, 90 Grad, damit ich halt drankomme. Prinzipiell bin ich aber mit beiden Kameras zufrieden. Ach, ich habe es ja eben noch gesagt. Punkt ist klar, der schnelle Autofokus. Fokus. Ich weiß es nicht. Also, der Fokus von der Sony, der ist halt doch brauchbar, ne? Oder?
Ja. Puh. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Schwitzszene da rausschneide. Nee, für mehr Realität auf Instagram und YouTube. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben lasse, ein Abo wenig schlecht und ein Kommentar vielleicht in die Kommentarspalte, Kennerin, Jackere. Freut mich immer am meisten. Es bringt eben noch mehr wie Abos oder Daumen nach oben. Gut, das Ende ist für den Algorithmus gut, aber sich mit der Community, ich fand sogar richtig ausgeschwätzt, sich auszutauschen, bringt mir persönlich am meisten. Machen's gut, bleiben gesund, euer Dirk von Stoppschild TV. Und was als nächstes Video kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's morgen nochmal in den Eifelpark. Ich weiß nicht, ob mit Kamera oder ohne, weil ich habe die Joriskarte. Joriskarte, das hat mich noch geeiert bei meinem letzten Video. Ich habe zweimal Jahreskarte gesagt. Das ist so, sagt die, wo mich eiere tut. Unwahrscheinlich, wenn ich saarländisches Wort, also was man im saarländischen Dialekt schwätzt, auf Hochdeutsch schwätze tun. Naja, egal. Machen wir Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.